Maar die is al andere tijd voor. C'est pourquoi ça? Elle est où la caméra? Bonsoir tout le monde, guten Abend miteinander. Wir möchten herzlich begrüßen zu dem heutigen Derby gegen die SCL Tigers hier in der Tissot Arena und werden das Wort dem Rolf übergeben für Lambert. Genau. Merci vielmals, guten Abend miteinander. Wir haben mit dem Cam Parker, der zurück ist nach zwei Spielsperren, wieder mal 7 Verteidiger. Zuletzt mussten wir ja mit 6 müssen agieren. Der, Leonik Blaser hockt heute auch seine letzte Spielsperre ab, wird am Freitag gegen Freiburg wieder mittun. Das hat etwas Entlastung gegeben im Sturm. Das haben wir Emanuel Peter heute im Line-Up zurück und Roland Gerber. Der Emanuel Peter kann man sagen, spielt für Erik Himmelfahrt, der über 10 Liga Ausländer ist. Der Thomas Nüssli hat Probleme im Rücken. An seiner Stelle spielt Roland Gerber. Als 13. Stürmer ist der Stefan Rüezegger heute Abend dabei. Und der Anthony Hügene ist schon nicht ganz fit, ist aber heute 7. Stürmer. Stürmer, Papis, Verteidiger. Im Goal heute Abend der Damiano Ciancio. Das wäre es, glaube ich. Nein, etwas habe ich noch, vielleicht habt ihr es schon gelesen. Der Lukas Haas ist per sofort zu Olten mit B-Lizenz bis auf Weiteres. Und ebenfalls noch nicht so gut geht es Mandi Erkenjunti. Bei ihm, ich habe letztes Match gesagt, er werde am Wochenende zurück, aber das wird sicher nicht der Fall sein. Hat eine Wüste genau das Match gemeint. Dann wünsche ich euch ein gutes Spiel. Merci vielmals. Merci auch. Question, Frage zu lang noch. Scheint nicht der Fall zu sein.
Bei mir hat es heute Abend auf der Goalie-Position noch eine kurzfristige Änderung. Die meisten haben schon mitbekommen, der Jonas Hiller ist leider krank. Der Elien Pomp wird wieder im Einsatz sein. Wie schon ein paar Mal die Saison, jetzt auch wieder von Anfang an. Und der Maxim Bo wie gehabt als Ersatzgoalie. Nachher haben wir noch weitere Verletzte. Matteo Chantre haben wir noch mit der Hirnerschütterung. Leider alt, das könnte auch etwas länger gehen. Sehr wahrscheinlich bis nach der Pause, so wie es aussieht. Der Jan Neuenschwander, bei ihm ist es so, dass man von Tag zu Tag schaut. Wobei es wahrscheinlich auch etwa zwei Wochen wird dauern, bis er wieder fit ist. Valentin Leute, das ist schon bekannt. Überzählig Jacob Mickflicker und Cedric Hechler. Und der Beat Forster sitzt heute seine zweite Sperre ab von seiner Sperre, die er bekommen hat. Vielleicht noch gerade, wenn dann Fragen kommen wegen dem Kurs, dann ich vorgreifen. Wir haben noch nicht entschieden, wie wir vorgehen. Das werdet ihr sehr wahrscheinlich morgen vernehmen, ob wir den Kurs machen oder nicht. Sind da noch Fragen zu Biel? Question pour bien? Das ist das Fach auf der Klinik oder nicht? Das hat mit dem nichts zu tun. Sonst noch Fragen? Dann wünsche ich auch ein gutes Spiel. Wo machst du das Turnier?
Das hat er.